Jetzt braucht er 56,25 Kalkstein pro Minute und stellt aber 18,75 Beton pro Minute her. Braucht jetzt aber schon 5 Megawatt. Stellen wir mal auf 150. Jetzt stellt er 22,5 pro Minute her, braucht aber 67,5. Und 7 Megawatt schon. Also ist so ein bisschen Justierarbeit. Kann man sich natürlich auch ausrechnen, wie viel man dann da wirklich braucht. Stellen wir auf 133, dann braucht er 59,85 pro Minute und stellt knapp rund 20 pro Minute her. Braucht jetzt anderthalb Mal so viel wie vorher und stellt ja ein Drittel mehr her. Also der Energieverbrauch ist höher wie der Produktionsausstoß dann tatsächlich. Aber jetzt kann der zum Beispiel auch durchgehend produzieren. Die Mine kann jetzt durchgehend laufen. So. Die Mine hinten kann 30. Das heißt, den können wir zum Beispiel mal runter regulieren. So, stellen wir mal ein 1 höher. So, 29,7 pro Minute Braucher. Bei 2 Megawatt. Also braucht nur noch die Hälfte der Energie, stellt natürlich jetzt auch weniger her, aber so ist er jetzt zum Beispiel genau auf die Mine ausgelegt. Bei den Smeltern und Konstrukteuren brauchen wir nichts machen, weil die Minen alle genau 30 fördern und die Smelter genau 30 verarbeiten können. Und den Rest habe ich ja extra so ausgelegt, dass sie genau das verbrauchen. So, mir ist hier jetzt das Problem, das Ding läuft voll. Jetzt können wir mal gucken. Können wir? Ne, können wir noch nicht. Okay. Ich guck mal, was wir für das Upgrade brauchen für die MK2-Förderbänder. Da würde ich tatsächlich das Upgrade schon mal einspielen und sag schon, das Förderband für die Schrauben upgraden. Den Rest würde ich jetzt erstmal alles so lassen, weil hier ist noch kein Förderband überlastet. Ich würde die Schrauben dann einfach upgraden, dass die mal weiterlaufen können. Logistics Mod 2, was brauchen wir dafür? 20 Rotoren, 20 Platten. Ja gut, die können wir kurz bauen. Das ist jetzt nicht so wild. So. 20 versteigte Platten, dann stellen wir mal kurz ein. 20 und 20 Rotoren. So. Da brauchen wir jetzt schon knapp 1000 Schrauben dafür. Die haben wir jetzt aber schon im Container vorne. Hier nehme ich mal die Stangen raus, dann haben wir hier mal die Reste auch aufgebraucht. So, Schrauben müssen wir jetzt hinten holen. Wir müssen mal wieder kurz zurücklatschen. Wir können später dann auch noch so Sprungstiefel bauen, mit denen wir schneller sind und natürlich dann auch später Jetpack und Autos. Hast du nicht gesehen? So, stimmt, Truck könnten wir uns eigentlich mal bauen. Mit dem können wir dann schön hier rumfahren. So. 100 Schrauben brauchen wir noch. Ich laufe jetzt direkt an die Maschine, denn wir brauchen sowieso ein bisschen mehr. So, zack. Dann kann der auch mal wieder weiter produzieren. Jetzt haben wir mehr Schrauben dabei, wie wir brauchen, aber das macht nichts, denn wir müssen nachher noch verstärkte Eisenplatten bauen für die Förderbänder. Aber hier, da können wir jetzt ja alles hier rausnehmen. Hier war eine Werkbank. Hallo? Bin ich jetzt echt dran vorbeigerannt? Okay. So, dann, genau, hier brauchen wir nämlich die Eisenplatten und Schrauben für die verstärkten Eisenplatten und aus den verstärkten Eisenplatten bauen wir dann die MK2-Förderbänder. Da wir jetzt hier aber Schrauben und Platten herstellen, müssen wir uns nur noch hier kurz an die Werkbank stellen, alle Platten durchhämmern und fertig. Dann haben wir es auch schon. Ich würde jetzt, wie gesagt, einfach nur mal das Schraubenband upgraden, da der jetzt mehr herstellt, wie das Band kann. Sonst läuft die Maschine immer wieder voll und dann fängt alles immer so stockend wieder an aufzuleben. Können wir mal kurz gucken, wie viel bräuchten wir denn? 18, 36, 49, 51. Okay. Können wir mal kurz gucken. Machen wir mal 60. Oh, eine gerade Zahl. So. Dann brauchen wir hier 60. Sind die Schrauben natürlich leer, die haben wir gerade alle weggemopst.
Aber die laufen ja auch schon wieder nach. Also. Platten. Platten haben wir noch vorne, nehme ich erstmal die aus dem vorderen Container, damit wir den weg haben. Ja, und wie gesagt, Design für eine Lagerhalle überlege ich mir noch. Ich habe da mehrere Varianten, was wir basteln könnten. Haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ich würde es halt, wie gesagt, gerne adaptiv bauen, dass wir es einfach jederzeit vergrößern können, wenn wir lustig sind. So, warte mal, Stangen. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch hier Stangen. Da können wir kurz noch ein paar Schrauben zusammenhämmern. So. Schrauben. Ach, kein Platz. Okay, ja, da war was. Dann geben wir die kurz ab. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. So. Milestone reached. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short-range transportation. Ja, damit ist der stapelbare Fördermast gemeint. Der hat den Vorteil, die kannst du einfach aufeinander stacken. Ich weiß gar nicht, ob es eine Limitierung für die Bauhöhe gibt. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie immer gesagt haben, so pass auf, irgendwann ist eine Skybox und dann kommt nichts. Irgendwo muss man die Welt ja auch begrenzen. Ja, komm, die 100 Schrauben, die bauen wir jetzt noch schnell aus Stangen zusammen. Dann haben wir doch schon alles. So. Ja, aber theoretisch kann man die Masten hochstapeln, so lustig wie man ist. Also. Damit lassen sich halt riesige Itembahnhöfe und Kram bauen. Macht auf jeden Fall Laune, damit zu arbeiten. Die werden wir auch definitiv dann im Lagersystem mit verbauen. Also die Förderlifte und auch die stapelbaren Masten. Einfach aus dem Grund, du kannst wesentlich ökonomischer bauen, zum einen, zum anderen ergonomischer. Ja? Also man kann das Ganze wesentlich einfacher bauen, alles. Und das hat den Vorteil, unter den Fördermasten kann man durchlaufen. Dementsprechend stehst du dir dann nicht selbst in den Füßen rum. So, noch 10 Platten, dann haben wir es. Dann können wir das Schraubenband upgraden und dann sehen wir auch gleich mal ein schnelleres Band und dann können wir da hinten mal alles sich füllen lassen. Ich werde dann, wie gesagt, den Spielstand laufen lassen, dass der ganze Beton sich mal hier ein bisschen auffüllt. Da haben wir schon wieder 300 drin, nehmen wir gleich mit. Ja, passt noch wunderbar. So. Das Gute ist, wenn wir jetzt ein Förderband upgraden, wir kriegen die Materialien des vorhergehenden Bandes, was verbaut wurde, kriegen wir 1:1 wieder raus. Man kann Bänder aber nicht nur upgraden, man kann sie auch wieder downgraden zum Beispiel. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Hier haben wir noch in der Schnellauswahl Förderband Stufe 1. Hier haben wir jetzt die neuen Förderbande und Förderlifte. Den grade ich jetzt ab, habe 24 Eisenplatten zurückbekommen. So, jetzt kann ich das ganze Ding aber auch einfach wieder rückwärts machen. Dann kriege ich die 24 verstärkten Eisenplatten wieder und da hat wieder ein Förderband 1 draus gemacht. Sollte man sich also mal verbauen oder irgendwo verkalkuliert haben oder sehen, na, das reicht, das Band zieht zu schnell ab oder so, dann kann man das einfach so upgraden. So, Förderband 2, Förderband 2. Das finde ich halt geil dran, das kannst du im laufenden Betrieb machen. Ihr seht ja, die Schrauben fahren hier die ganze Zeit unbekümmert weiter. So, jetzt zieht er hier nämlich auch schneller raus. Das MK2 Förderband und auch der Förderlift, die sind immer gleich eingestellt. Die können jetzt 120 pro Minute fördern, also das Doppelte von einem 1er-Band. Dementsprechend, der läuft leer, ja. Der läuft definitiv leer. Weil er nicht so schnell herstellen kann, wie das Band abzieht, aber das macht nichts. Dafür läuft dann die Anlage auch endlos durch. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel. So, und man ist schon schneller drauf. So, dann rattern hier jetzt schön die Schrauben rein. Sehr gut. Genau, hier laufen jetzt schön die Schrauben rein. Wunderbar. So, ich überlege jetzt gerade was. Wir könnten ja einen Manufaktor bauen und die verstärkten Platten schon mal automatisch herstellen lassen. Ja, wobei. Nee, das machen wir dann. Nee. Das machen wir richtig. So, ach, guck mal, da haben wir doch schon eine Menge. Sehr schön. Dann können wir doch gleich schon mal weiterbauen. Sehr gut. Ich mache hier das Eck mal noch gerade. Damit wir das hier gescheit zu haben. Zack, zack. So.
Oh, da könnten wir doch schon anfangen, nächste Etage zu bauen. Sehr gut. Ich hatte jetzt echt gedacht, das dauert länger. Soll mir recht sein. Soll uns recht sein. Kommen wir schneller voran. Sehr gut. Will ich gerade. Ja, gehen wir erstmal bis hier hin. Einfach mal so als Richtlinie. Wir können ja in alle Richtungen hier noch bauen, wie wir lustig sind. Auch nach oben, nach unten. Da stehen uns ja alle Türen offen. So, sehr gut. Dann haben wir hier schon mal ein ganz Stück zu. Bis dahin haben wir ja schon alles durchgezogen. Das heißt, wir können die Produktion jetzt schon umlegen. Jetzt ist nur die Frage mit einer Lagerhalle. Die würde ich jetzt tatsächlich als erstes bauen, damit wir dann gleich von Anfang an alle Ressourcen richtig anschließen können. Und wie gesagt, ich hätte gerne eine adaptive Halle. Das heißt, die können wir einfach erweitern, wie wir wollen. Also die, ich sage jetzt mal, einzelnen Lagerräume, wo wir die ganzen Materialien einlagern, die bleiben stehen. Da werden wir gar nichts dran rütteln. Die werden hinplatziert, stehen dann und fertig. Da werden wir nichts mehr dran schrauben. Aber was ich gerne machen würde, wäre, dass wir einfach sagen können, pass auf, wir brauchen jetzt noch 6 neue Lagerräume zum Beispiel, dass wir die dann einfach mit dranhauen können. So stelle ich mir das Ganze vor. So. Ich gehe jetzt hier extra ein bisschen höher, damit wir so diese ganzen ländlichen Unebenheiten weg haben. Zum einen, zum anderen brauchen wir auch Platz unter uns, weil teilweise werden wir dann auch Förderbänder stacken müssen und hast du nicht gesehen, deswegen. So. Höhentechnisch, ja. Können wir bauen, wie wir lustig sind. So, nehmen wir das als höher oder gehen wir noch höher? Ja, komm, jetzt sind wir gerade dabei, dann gehen wir gleich noch ein bisschen höher. So. Wir haben ja Platz, wie gesagt. Wir sind da nur durch Flora und Fauna begrenzt, aber im Grunde genommen haben wir ja Platz hier. So. Dann nehmen wir das als Bauhöhe. Zack, zack, zack. So. Ich ziehe jetzt mal hier einfach wieder eine kleine Plattform, wie gehabt, gerade dass wir mal eine Ecke haben. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier verwursten. So. Tak, 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 tak. Na, komm schon. Geh da ran. So. Da, ups. Na. Nein. Nein, Hilfe. Falschen Key erwischt hier. So. Jetzt aber. Da machen wir hier mal zu. So. Und so. Wunderbar. So. Okay. Haben wir ja schon mal eine kleine Grundplattform. Die Treppe markieren wäre wieder. Ah, da kommt er gerade zurückgeflogen. Sehr gut. Band mit Tür mittig. So, dann wissen wir, wo die Treppe ist. Zack. Genau. Ich zähle jetzt erstmal nichts ab. Wir werden das Ding sowieso noch 38 Mal erweitern, umbauen und vergrößern. Hast du nicht gesehen? Wie groß die Plattform inzwischen hier schon geworden ist, wa? Von unten sieht man das gar nicht so richtig. Guck mal, wie viel wir hier jetzt schon zuzementiert haben. Und hier ist nachher alles voll mit Förderbändern und Maschinen. Geil. Ich freue mich. Das wird lustig. So. Ist auch kein bisschen größenwahnsinnig oder so. Ich meine, das Spiel gibt einem ja die Möglichkeiten, so zu spinnen. Das ist es ja. Das Spiel zwingt einen ja förmlich dazu, so amok zu laufen. Macht's aber wieder umso sympathischer. So. Genau, können wir hier schön runter. Strom brauchen wir da oben keinen, weil es gibt eine reine Lagerhalle. Dementsprechend müssen wir da auch nichts verkabeln. Das heißt, die Produktion spielt sich dann komplett hier ab. Hoffentlich komplett. Müssen wir mal gucken. Gerade mal gucken, können wir noch ein Upgrade reinschmeißen?
Was haben wir denn noch? Da haben wir Scanner, Pedal. So, was haben wir denn hier? Sprungflächen, Gehwege, gelbe Fragmente. Ja, die gelben Fragmente, komm, schmeißen wir die mal rein. So. Upgraden tun wir sowieso irgendwann nach und nach alles. Aber was wir jetzt schon haben, haben wir. Und ich werde nebenbei auch ein bisschen Material hier los. Brauchen tun wir es ja so oder so. Also. Zack. Aber dann haben wir da schon wieder ein bisschen Platz drin. Dip, 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 dip. Und Peng. So. Genau. Wunderbar. So, jetzt können wir auch gelbe Schnecken, wenn wir sie finden, dann zu Batterien verarbeiten. So. Ach ja, warte mal, genau. Dann lade ich hier mal kurz das Gegröße ab. Denn wir brauchen dann einiges an Stangen und Platten, um die Container oben zu bauen und Fundamente. Und hast du nicht gesehen? Ja, das reicht erstmal. Ach, guck mal, den können wir direkt schon komplett mitnehmen. Zack, und schon ist er weg. Wunderbar. So, 600 Platten, 600 Stangen. Ja, das können wir erstmal ein paar Container mitbauen. Dann können wir ja doch schon anfangen, ein Setup aufzustellen. Sehr gut. Hier muss man noch zubauen. Hier fällt man sauleicht runter, dann war's das. So, wie sieht's denn aus? Guck mal hier, Platten. Na, sehr schön. Füllt sich doch schon. Wunderbar. Stangen füllen sich auch. Machen wir die angebrochenen Stacks gerade mal raus. So, Schrauben füllen sich langsam. Beton füllt sich. Wunderschön. So. Dann können wir mal gucken. So. Also. Muss mir nur noch überlegen, wie wir das darüber kriegen. Das wird noch interessant. Die ganzen fertig produzierten Materialien dann hier rüber zu kriegen. Aber das kriegen wir auch hin. So, zack. Na, guck mal, 740 Beton. Na, da können wir arbeiten mit, definitiv. So, das hier ist dann der Aufstieg zur Lagerhalle. Da werden wir noch mehrere Eingänge dann bauen. So dass wir ja, dass wir Platz haben einfach. So. Jetzt kann ich endlich meine geliebten Dreierwände hier bauen. Hier laufen dann alle fertig produzierten Materialien rein. So. Auch wenn wir nicht alle Bänder anschließen, werden. Ich glaube, so viele Materialien gibt es gar nicht. Werde ich trotzdem der Gleichheit halber einfach hier überall diese Wände platzieren. So. Jetzt machen wir erstmal hier zu, bevor wir hier abschmieren. Denn Fallschaden kriegen wir ja. Das haben wir jetzt ja schon oft genug gesehen. So. So, dann haben wir ja schon mal Grundfundament. Also, da ist die Mitte. Da laufen wir rein. So. Genau, hier kommen wir rein. So, dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Logistik. Nein, Quatsch, hier, Container. So. Zack. Nee, machen wir so. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. So. Dann nächste Reihe oben drauf. Und zwar immer verkehrt rum. Genau. Dann kann ich die nämlich einfach immer miteinander verbinden und dann fährt vom ersten Container, wo alles reinläuft, dann alles weiter zum nächsten. Zack, 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 zack. So. Das erste Band läuft dann hier in den Container rein. Der wird natürlich sehr intelligent gemacht jetzt. Scheiße. Ah, gleich mal Mist gebaut. Okay. Gut. Gleich mal falsch gemacht. Aber ist ja nicht so wild. Ja, also das erste Band läuft dann in den ersten Container rein. Das Förderband läuft in den ersten Container rein und von dort aus wird es dann einfach in den nächsten Container weitergeleitet, bis die voll sind. Und dann laufen die nach und nach alle zusammen. So.